Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Spielleiterhandbuch zu Gangster Unheimliche Unterwelt für Cthulhu. Das Ganze ist herausgegeben von Pegasus Press. Viel Spaß. Und damit beginnt es. Wie ihr an dieser Seite schon erkennen könnt, ist das Kapitel oder alles das, was jetzt folgt, schon zu sehr großen Teilen auch im Spielerhandbuch besprochen worden. Das heißt, wer das noch nicht kennt, der möge sich bitte die Rezension dazu bitte ansehen. Wir haben in diesem Buch 220 Seiten und 60 Seiten davon befinden sich eben auch in dem Spielerhandbuch. Das ist jetzt gedoppelt. Und diese Seiten werde ich nicht erneut besprechen. Das heißt, wir können hier sehr schnell drüber fliegen und diese Rezension wird trotz der vielen Seiten sehr, sehr kurz werden. Ich gehe einfach mal weiter und auch diese Seite werdet ihr sicherlich schon kennen. Die Geschichte der großen Depression. Hier geht es wieder einmal darum, wie kam es damals dazu, dass diese Depression ausgelöst worden ist. Der Alkohol wurde verboten, die Arbeitslosenzahl ging in die Höhe, die damit verknüpften Berufe gingen den dann auch kaputt, muss ich so sagen. Also es sind dann nicht eben nur diese Alkoholproduzenten, sondern auch dann Restaurants oder Museen, die eben auch darunter gelitten haben. Und eine ganze Menge Leute hatten plötzlich keine Arbeit mehr und waren dann eben auf der Straße. Niemand wollte die mehr beschäftigen. Industrien sind weiter und weiterentwickelt worden. Es wurde viel dann eben auch mechanisiert. Und ja, das ist einfach ein Grund dafür, wie dann Amerika so ein bisschen vor die Hunde ging und das dann zwei verschiedene Präsidenten nicht haben retten können. Das als Ausgangslage. Nachdem jetzt 10 Seiten über diese Depression gesprochen worden ist und ich mich innerlich in so einem Recherchekapitel befinde, wo ich dann auch noch mehr Recherche erwarte, weil das kann es ja nicht sein, wird dann zufällig diese Cress-Farm eingeworfen, was ich nicht gut finde von der Struktur. Wir haben davor Recherche, wir haben auch danach Recherche. Danach kommt nochmal ein großer, großer Teil zu Chicago. Den kenne ich natürlich auch schon aus dem Spielerhandbuch, aber das jetzt hier ist ein Schauplatz für einen Cthulhuiden-Hintergrund. Also diese Cress-Farm, die ist verlassen, die hat irgendwie eine Geschichte, warum die Familie weg ist. Und das kann man natürlich begründen mit dieser großen Depression. Es ist aber auch vollkommen unabhängig davon. Das ist einfach nur ein verlassener Ort mit einer Geschichte. Das kann irgendwo anders passieren. Das ist quasi völlig egal. Das muss auch nicht mal in Amerika passiert sein. Das kann auch in den 50er Jahren passiert sein. Also es ist ein Cthulhuider Hintergrund, der wohl verknüpft mit dieser Depression hier an dieser Stelle reingebracht wird. Und da gehört er in meinen Augen gar nicht hin. Er gehört in meinen Augen ans Ende eines Recherchekapitels, also ganz ans Ende. Und so irgendwo vor die Abenteuer, wenn denn Abenteuer in diesem Buch drin sind. Und hier finde ich ihn komplett fehl am Platz. So schön er auch ist, aber hier gehört er nicht hin. Gut, machen wir weiter. Es geht, wie gesagt, jetzt weiter mit dem Recherchekapitel zu Chicago. Auch hier wird dann noch einmal auf die Stadt eingegangen, denn wenn wir uns eine Gangsterkampagne vorstellen, dann wollen wir natürlich an der Seite von Al Capone spielen und das macht natürlich seinen Sinn. New York ist natürlich auch noch mal ziemlich groß und auch da gibt es fiese Gangsterbosse, aber wir wollen dann die italienische Mafia spielen und die hat dann hier eben auch einen Großteil ihres Sitzes. Wenn man dann in New York oder in anderen Städten spielen möchte, dann müsste man sich den Amerika-Band oder den New York-Band dazu schnappen. Den habe ich bei mir im Schrank auch stehen, aber hier soll es jetzt um Gangster und um Mafia gehen und damit eben verknüpft Chicago. Ja, es wird wieder viel zu dieser Stadt gesagt. Vieles davon kennen wir aber, auch hier, ich wiederhole mich, alles steht schon im Spielerhandbuch, solange es eben keine expliziten Spielleiterinhalte sind. 220 Seiten, 60 davon für den Spieler. Ja, wir schauen auf die Seitenzahl, Seite 61 und hier wird dann drangehängt, unten dran geklatscht, Hinweise für den Spielleiter. Und da soll es dann eben darum gehen, wie kann ich jetzt für Gangster leiten? Normalerweise spiele ich irgendwie einen Fotografen, einen Professor oder einen Studenten und jetzt möchte ich eben einen knallharten Soldaten spielen, also einen Soldat für das Unrecht, für die Mafia, der dann in einer italienischen Familie groß geworden ist und jetzt für seinen Don oder für den Paten arbeitet. Und da muss man natürlich ganz anders rangehen, weil die haben immer irgendwie eine Waffe in der Tasche, vielleicht ein Messer, vielleicht eine Pistole oder einen Geigenkoffer mit einer Tommy-Gun hinten im Auto. Und die haben dann natürlich ein ganz anderes Gefahrenbewusstsein. Die verlieren die geistige Stabilität dann eben nicht über irgendwelche Toten, über irgendwelche Leichen oder über Blut, sondern das muss dann anders getriggert werden.
die haben natürlich auch viel mit Druck zu tun. Die werden erpresst oder sie erpressen selber Menschen, sie üben Gewalt aus und da muss man eben mit ganz anderen Mechanismen kommen. Und wie das eben funktioniert, wird dann in diesem Kapitel behandelt. Es geht dann aber auch wieder um Cthulhu und wie ich jetzt diesen Mythos einbinde. Was für Bücher haben diese Leute? Was für Götter beten die an oder welche Götter beeinflussen sie unbewusst auch? Und das ist dann eben nochmal ganz nett zu wissen, dass es da im Kopf des Spielleiters einen Schalter geben muss, der einmal umgelegt werden muss, damit man jetzt auch anders für diese Leute leitet, also für diese Spieler, die dann Gangster spielen. Es folgt auch wieder das Kapitel zu den Knarren und den Kisten, also irgendwelche modische Waffen. Was habe ich damals benutzt? Was will ein modischer Gangster eben nehmen, wenn er den Gegenüber dann abschießt, wenn er sich aus dem Auto rauslehnt, ein Drive-by macht, also mit der Tommy-Gun dann auf ein italienisches Restaurant feuert oder ein irisches, ein polnisches Restaurant, so wie da eben diese Gangstrukturen und wie diese Feinde da eben waren. Ja, da kann man sich natürlich nochmal drüber informieren. Wer da in die Waffenkiste greifen will, wird hier sehr fündig werden. Dann kann man natürlich auch nochmal über Autos sprechen. Der normale Gangster mit Stil und etwas mehr Geld wird sich dann natürlich auch um ein etwas preiswertigeres Auto bemühen, damit er mit Stil durch die Gassen brettern kann und sich dann Verfolgungsjagd liefert. Was dann folgt, nach 75 Seiten sind Abenteuer. Und zwar eine ganze Menge. Fünf Stück sind es, insgesamt 150 Seiten. Das heißt, es ist quasi gar nicht so sehr das Quellenbuch oder das Spielleiterhandbuch für Gangster, sondern es ist in meinen Augen sehr viel mehr ein Abenteuerbuch, beziehungsweise eine Anthologie mit fünf verschiedenen Abenteuern und das Spielleiterbuch nochmal dran geklatscht. Zusammen eben mit diesen, ja gut, diese 5 oder 10 Seiten für den Spielleiter, die können wir quasi vernachlässigen. Aber an dieser Stelle oder kurz davor würde jetzt auch diese Cress-Farm passen. Das meine ich eben mit, das Recherchekapitel ist durch. Jetzt kommt dieser Hintergrund und danach kommen die Abenteuer. Da hätte ich sie gerne gehabt, aber auf Seite 20 ist mir das zu früh. Aufstieg und Niedergang eines Imperiums. Das sind jetzt, wie gesagt, diese Abenteuer. Das ist ein sehr sandboxiges Abenteuer. Ich werde diese Abenteuer nicht besprechen, weil ich euch nicht spoilern möchte. Aber hier sei eben noch einmal gesagt, dass es jetzt um 5 Abenteuer geht. Dieses ist sehr sandboxig angelegt. Ihr könnt, wenn euch das interessiert, einmal bei Michael Jägers reinschauen. Der hat das nämlich schon einmal gespielt. Werde ich auch unten verlinken. Und das folgende Abenteuer, Flucht ins Grauen, das wurde von Peter bereits gespielt. Und zwar damals im Livestream zum Gratis-Rollenspieltag. Also, das ist jetzt auch ein zweites Abenteuer, was ich verlinken werde zur Seite von Pegasus. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Aber es folgen dann noch 3 weitere Abenteuer und die machen dann den eigentlichen Inhalt von diesem Gangster-Spielleiterbuch aus. Und ja, also da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich richtig gut. Hier glänzt dann eben Cthulhu mit diesem Buch. Das ist eben der Fokus. Das muss man aber auch wissen. Wenn ich jetzt dieses Buch mir kaufe und ich denke, ich bekomme hier Materialien, Recherche-Hintergrund für 220 Seiten, das ist nicht der Fall. Das ist hier wirklich eine Abenteuer-Anthologie. Und ich habe das Spielerhandbuch, was ich vorne nochmal dann eben für den Hintergrund habe. Ja, das ist das Buch. Und damit bin ich sehr, sehr schnell durch dafür, dass das Ganze 220 Seiten ist. Wie gesagt, ich könnte jetzt diese Abenteuer auch noch besprechen, aber das will ich in dieser Rezension nicht tun, sondern ich möchte euch erstmal nur damit zeigen, was in diesem Buch drin ist, was ihr dann für euer Geld erwarten könntet, wenn ihr euch das holt. Ich vergebe noch einmal eine Bewertung und da kommen wir dann zur Zeichnung und zum Layout. Hier vergebe ich 3 von 4 Punkten. Ich habe das ein oder andere Mal bei den Zeichnungen bzw. den Bildern habe ich gesehen, dass dann Photoshop benutzt worden ist oder ein anderes Grafikprogramm, was dann aber auch nicht so professionell aussah und das hat dann eher störend auf mich gewirkt, als dass es irgendwie ein Foto wäre, was ich den Spielern zeigen wollen würde. Die anderen Fotos, die anderen Layout-Sachen, das ist alles okay und alles gelungen. Das ist Standard Pegasus, Standard Cthulhu. Aber wie gesagt, also das ein oder andere, was ich da in diesem Buch gesehen habe, war dann
ja, vielleicht ein bisschen over the top. Redaktion und Struktur. Hier habe ich zu meiner großen Verwunderung feststellen können, dass ich hier Rechtschreibfehler gefunden habe. Und das ist mir bei den Pegasus-Produkten bisher noch nicht allzu häufig vorgekommen. Da ziehe ich einen halben Punkt für ab, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es wird aber auch noch ein anderer Punkt abgezogen dafür, dass mir die Struktur, wie gesagt, nicht ganz gefällt. Ich habe das ja schon angesprochen. Recherchepart, dann dieses Kresshaus, dann wieder ein Recherchepart. Das zieht sich so ein bisschen über das ganze Buch hinweg, vor allem dann eben auch diesen Spielerpart. Das war irgendwie anders organisiert. Also da haben sie die Struktur so ein bisschen geändert. Habe ich nicht genau verstanden, warum sie das gemacht haben. Dann war irgendwann das Kapitel zu dem Erschaffen von Spielern, von Spielercharakteren. Dann gab es wieder Kapitel für den Spielleiter, danach gab es das Waffenkapitel. Das war alles ein bisschen Kuddelmuddel, muss ich sagen. Und das hat mir echt nicht gefallen. Also Redaktion und Struktur, jetzt zusammen dann eben auch mit den Rechtschreibfehlern, irgendwelche Kommata, die da nicht hingehörten, habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich echt bemerkenswert, dass das denen auch mal passiert. Und da hat dann, ja, derjenige, der eigentlich drauf aufpassen müsste, hat da vielleicht ein bisschen geträumt. 2,5 von 4 Punkten. Der Recherchepart, auch das hier, 4 von 4 Punkten. Ich habe da schon was im Spielerkapitel zu gesagt, also in dem anderen Buch. Das ist alles Gold wert, aber ist es halt doppelt. Das mag jetzt dieses Buch nicht schlechter machen, nur weil es im anderen auch drin ist, aber ja, gut, 4 von 4 Punkten, lassen wir es dabei. Bonuspunkte. Ja, ich ziehe einen Punkt dafür ab, dass das einfach Copy-Paste ist. Das war damals in der dritten Edition von Cthulhu. Da gab es das Spielleiterhandbuch und das Spielerhandbuch. Und beide waren sinnvoll, haben sich gegenseitig ergänzt. Da stand nichts doppelt drin. Und so habe ich das eben auch vermutet, dass es sich eben dann hier eben auch um eine Ergänzung handelt und nicht um eine einfache Steuerung C, Steuerung V. Das habe ich also negativ zu bemängeln, aber auch nur einen Punkt, weil sind wir ganz ehrlich, auf 220 Seiten, dann 60 davon, die wir schon in einem anderen Buch finden, vor allem weil eben auch das Spielerhandbuch optional ist und quasi der Spieler braucht es ja sowieso nicht. Er kann da einfach seinen Spielern kann er sagen, hey, hier, wenn ihr irgendwie Lust habt, euch einzulesen, dann kauft euch dieses Buch. Das ist sehr viel günstiger. Wenn ihr das haben wollt, dann habt ihr für euch persönlich zu Hause nochmal eine Ergänzung. Aber der Spielleiter selber braucht natürlich diese Infos auch. Hat mich trotzdem ein bisschen gestört, hat mich ein bisschen genervt. Von daher ziehe ich hier einen Punkt ab. Aber die anderen drei Bonuspunkte kann ich ohne Probleme vergeben. Ja, es sind fünf echt schöne Abenteuer, die ich alle empfehlen kann. Vor allem kann man diese Sandbox auch mit den vier anderen Abenteuern ergänzen. Also auch das gefällt mir gut. Und da wird dann eben auch gesagt, dass wenn mit Zeitsprüngen gearbeitet wird, in der Mitte dieser Sandbox, dann kann man die anderen vier Abenteuer da ohne Probleme mit einbringen. Also gefällt mir gut. Ich habe dann auch danach ein gutes Feeling dafür und das muss eben auch stimmen. Also wenn ich eben so ein Buch lese, ich brauche das Feeling für mich selber und das ist hier eben gegeben. Von daher, ja, großes Lob. Ich persönlich empfehle es, muss aber sagen, dass das Spielerhandbuch dadurch ein bisschen an Reiz verliert. Das macht die Bewertung des Spielerhandbuchs nicht schlechter oder besser. Es ist einfach nur so, dass der Spielleiter hier doppelt kaufen würde, wenn er das Spielerhandbuch auch bei sich im Schrank stehen haben will. Ein Sammler wird an diesen Büchern nicht so sehr seinen Spaß haben, wenn er eben weiß, dass in beiden das Gleiche drin steht. Das ist meine Bewertung. Wir rechnen die Punkte zusammen. Es sind 12,5 von 16. Preis pro Seite gebe ich an und von meiner Seite trotz dem eine Empfehlung. Ich finde die Bücher auch in Kombination, wie gesagt, ganz nett. Auch wenn es da, wie gesagt, das Manko gibt. Aber trotzdem werde ich eben auch jetzt danach eine Gangsterkampagne planen und dazu dann diese beiden Bücher benutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es so kurz war. Und wenn ihr die Abenteuer euch nochmal ansehen wollt, dann müsstet ihr euch dann einfach das Buch holen. Oder auf andere Rezensenten vertrauen, aber ich werde jetzt hier keine Abenteuer spoilern, das macht keinen Sinn. Wenn ihr noch einmal die zwei ersten Abenteuer euch ansehen wollt, dann einmal der Link zu Michael Jägers und einmal der Link zu Pegasus. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.